Ja, wir freuen uns natürlich total, dass nach den Fußballern des FC Schalke 04 nun auch die Basketballer bei uns haben. Und es gibt ja schon eine längere Verbindung über unseren Cheftherapeuten, den Holger Just, der ja schon seit vielen Jahren für Schalke 04 Basketball zur Verfügung steht und die Mannschaft unterstützt. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass durch die gesamte Kooperation wir ein Stückchen dazu beitragen können, dass die Basketballer noch erfolgreicher werden. Wir sind sehr froh darüber, dass wir das Medikos als Partner, als Fitnesspartner gewinnen könnten. Wir sind schon länger hier zu Gast im Medikos auf Schalke durch die Verbindung zu Holger Just und sind sehr stolz, dass wir natürlich jetzt auch die Trainingsmöglichkeiten hier bekommen für unsere Spieler als optimale Vorbereitung. Und zudem haben wir jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr die Leistungsdiagnostik hier vorgenommen und sind sehr froh, dass wir alles jetzt unter einem Dach und kurze Wege haben. Die Jungs nutzen jetzt unter anderem auch die Trainingsfläche hier im Medikos auf Schalke. Was hat das für Vorteile? Die kurzen Wege, die gute Kommunikation zwischen Therapeuten und Trainern, die auch dann gerne helfen zur Seite stehen. Coach gibt da bestimmte Vorgaben. Alexander Osipovic ist gelegentlich auch da und fragt dann schon mal, für Niklas noch ein bisschen was für den Rücken, für den vielleicht noch mal ein bisschen spezieller was für die Schulter. Ich kann mich mit einbringen und sagen, okay, da ist noch ein Defizit von der Hüftbeugemuskulatur, Stretching-Programme und so weiter. Individuelle Gestaltung, Geschwindigkeit, bessere Qualität und denke, es wird sich widerspiegeln, auch in der Leistungsfähigkeit, individuellen Leistungsfähigkeit der Spieler. Und natürlich meine Hoffnung, dass wir von größeren und auch kleineren muskulären Verletzungen möglichst lange verschont bleiben. Ja, wir haben den Medizincheck heute durchgeführt, kardiovaskulär, Belastungs-EKG gefahren, danach den orthopädischen Check, die Wirbelsäulen einmal gescreent, also ein Schnellscreening, manuelle Testverfahren, keine Röntgenuntersuchung, aber das, was über die Liga halt vorgesehen wird, auch über die Basketstock und was ich auch von der Nationalmannschaft halt kenne, die machen die Tests dann an den Leistungsstützpunkten, Olympiastützpunkten. Wir sind selber auch zertifiziertes Zentrum für diese Tests, also kann man wirklich vom Herzultraschall bis hin zu allen orthopädischen Untersuchungen alles durchführen hier. Ja, im Medikos haben wir über 300 Mitarbeiter, wir haben über 25 Ärzte bei uns. Wir haben natürlich die ganze Riege an Therapeuten, von Physio über Ergotherapeuten, Masseuren, dann dazu die Sportwissenschaftler, Sportlehrer, Psychologen, Ökotrophologen und so weiter, sodass also ein Riesenspektrum zur Verfügung steht, mit denen wir dann auch den Basketballer helfen können, falls es Probleme in anderen Bereichen gibt. Die Fans werden das Medikos-Logo auf der Rückseite des Trainingsanzuges sehen, natürlich auch auf Bandenflächen in der Halle und über unsere Social-Media-Kanäle werden wir in Zukunft auch viel mit dem Medikos kommunizieren. Ja.